So, da sind wir wieder. Ich wollte ja Richtung Lukas laufen und... Da willst du entspannt mal rüberlaufen, kommen diese zwei Dillos angerannt. Ich könnte kotzen. Geh weg. Ich muss ins Wasser. Ich muss runter ins Wasser crouchen, dann können sie mich mal im Arsch lecken. Nach links drehen wir das immer, ne? Da willst du mal entspannt zu mit deiner Gruppe aufsetzen. Da kommen diese Mistviecher angerannt und wollen dich wieder beißen und hast nicht gesehen und blablabla. Vor allem, es ist nicht mal Nacht. Was wollt ihr hier? Hilfe. Oh mein Gott, lecken die. Oh. Ach du Scheiße, ein Dilo ist hier auch noch. Alter, was ist hier für eine Fiesta? Ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal hier ins Wasser stellen, damit die hier nicht durch können und ich dann entspannt. Ist das lästig. Oh Scheiße, hier kommt jetzt auch noch ein Kamara oder sowas. Oh wow, Stanley läuft gerade hin. Wow. Und sie haben ihn echt getötet, ich fasse es nicht. Junge, Alter, was denn hier für... Ach du Scheiße, hier ist ein Puerta. What? Junge, was geht denn hier für eine Party ab, Alter? Weiß es nicht. Man kann im Crouch essen? Wie, what? Natürlich, du kannst im Crouch essen, du kannst im Crouch trinken. Das hab ich ja voll verpeilt. Das Einzige, lassen. Was du im Crouch nicht machen kannst, ist sniffen. Okay. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Was mache ich denn jetzt? Der Giga hat seinen freundlichen Kano getötet, auch nicht schlecht. Sind sie weg? Nee, sind immer noch da. Ja, da beißt ihr doch mal. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt echt kacke mit den zwei Dillos. Ja, genau. Jetzt kriegt auch noch der Puerta auf uns, Alter. Ernsthaft? Okay, die Dillos haben aufgehört. Oh. Lass mal kurz hinsetzen. Junge, Alter, was ist das für ein Gelecke dadurch, dass der Puerta hier ist? Lass mal kurz Stamina tanken. Aber gefühlt geht jetzt alles auf alles, ne? Ernsthaft? Ja. Das ist komplett... Die Dilos rennen jetzt überall durch und beißen alles? Der Uta rennt überall durch, beißt alles? Okay. Was der eine Ute ist gerade vom Puerta tot getrampelt worden, Alter. Was ist denn das für ein Moshpit bei euch? Alter, was ist das hier für eine Clowns-Fiesta? Ey, was geht denn bei dir ab? Ich wurde leider verhindert von den Dillos. Die haben, glaube ich, aufgegeben. Das Problem ist, wir können hier ja nicht weiter so kämpfen, weil gegen den Puerta machen wir halt nichts. Na gut, wenn du erfahren bist, kannst du halt den Puerta auch töten, ne? Den ganz großen. Ach, Puerta. Ach ja, nee, da machst du nichts.
Ja, da machst du. Ja, da machst du nichts. Da, ja. Ziehen die das weg? Ja, okay. Ja, dann, hoffe ich mal weiter. Ist halt die Frage, ob ihr überlebt oder nicht. Hältst du dich raus aus dem Kampf oder machst du damit? We killed one Giga and one Rex only oder was? Was ist da los bei euch, Lukas? Ich würde gern rüberfliegen und helfen, aber hm. Der hat noch niemand mehr getroffen, Alter. Eine Kerne und so, was hat dich nicht getroffen? Der Dilo, Alter, und läuft von hinten durch den Rex durch, weiter nach vorne hin. Mhm. Und er wartet nicht getroffen zu werden, wird voll erwischt. Oh, wow. Ich bin mal gespannt, ob die zwei Nachtschatten, die mir jetzt gerade hinterhergelaufen sind, auch gleich wieder kommen. Was wird uns im Nacht? Problem ist mein Bleed, Alter. Jetzt kommen die Utas wieder. Setz mich mal kurz hin und hol mir mal kurz meine ganze Stamina wieder. Ja, die rennen mir nämlich hinterher, ich seh's gerade, da oben sitzen sie nämlich. Ich hab diesen hässlichen grünen Rücken gerade eben gesehen. Oh, wow. Ja, das wird ein bisschen tricky werden, Lukas. Ja, nee, das kannst du vergessen. Also hier oben ist halt, das Problem ist der Puerta. Mir rennen die zwei Dittos hinterher, die wollen mich unbedingt. Die warten jetzt bis es Nacht ist und dann kommen die wahrscheinlich. Ja, sie sind da oben. Sind auf jeden Fall da oben gerade und gucken nach unten, die sich warten nur drauf, dass ich jetzt ins Gebüsch gehe. Mach mal folgendes. Ich guck mal, ob ich das noch kann. Bip, 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 nicht nachmachen, Kinders. Well, da ist der erste von uns gestorben. Wow. Wie habt ihr denn das hinbekommen? Alter, der ist mit einem gebrochenen Bein von einem Giga, einem Puerta und zwei Utas weggerannt. Was denkst du, wie lange schafft er das? Nicht lange. Das ist ja die Frage. Richtig. Ich bin mir 100% sicher, dass diese dummen Dillos jetzt gleich um die Ecke geschossen kommen. Werden. Mhm. Mit Sicherheit. Schauen wir mal, ich glaube, das ist Richtung Sinkhole und dann barrikadiere ich mich eventuell bei Sinkhole erstmal. Sehe nix. No. Komm schon, ich will noch ein bisschen was sehen. Sehe noch ein bisschen was. Komm, ich muss safe zu Sinko. Ich muss es safe zu Sinko schaffen. Okay, ich sehe keine Fußspuren. Vielleicht haben sie locker gelassen, ich weiß es nicht. Hm.
Jetzt wäre es auf jeden Fall cool, irgendwas Kleines dazu beizuhaben. Ein Dippel oder irgendwie, oder ein Jutta oder ein Zierer, weil... Ja. Ritten gucken? Sieht Fußspuren? Nee. Irgendwas rumfleuschen? Nee, warte mal, ich guck gerade, ich sehe noch ein bisschen was. Sehe aber nichts rumkrochen. Nee. Okay. Ach, die Dinos sind doch da. Ah, ich hab's genau gesehen. Hab's sie genau gesehen. Okay, die verfolgen mich. Krass, sie wollen mich echt unbedingt tot haben, ne? Zwei Dillos. Wenn die wüssten, dass ich ein bisschen was sehe durch den Monitor. Es darf jetzt echt nicht dunkel werden, da habe ich ein Problem. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus da drüben? Naja, was soll ich sagen? Sollen wir den Fight in Pew eingehen? Nein. Da ist noch ein Teri, da ist noch ein Spino, da ist noch ein Giga. Hm. Ich halte gerade mein Bleed zu Ende, dann kann ich aufstehen und zu den anderen aufschließen. Also bei mir ist auch zu viel. Ich bin jetzt den Fluss von Sinko hochgelaufen, ne? Ich bin jetzt quasi da, wo die immer listen. So, ich meine? Ja. Diesen Felsvorsprung. Und ich glaube, ich werde auch dort erstmal bleiben. Weil ich weiß, dass die Dillos mir hinterherlaufen und. Ja, das bringt nichts, sonst weiterzugehen. Nee, ich warte jetzt ein bisschen und gucke, check die Lage ab. Dann ist einer von uns ja gerade an Fallschaden gestorben. Nicht nachmachen, Kinders, ne? Falls ihr das gerade gesehen habt. Kleiner Geheimtrick von mir. Und zack. So, dann ist es jetzt warten, ne? Mal noch ein paar Leute einladen, mal gucken. Oh ja, guck mal, da sind einige. Den lieben Sauron und was war's? Piem? Keiner ist in meiner Nähe, ne? Ich weiß es nicht. Nee. Guck mal kurz um mich herum, ob ich irgendwelche Dittos sehe. Ich glaube, die sind weitergezogen, die Dittos.
Sauron Adult? Das wäre natürlich geil. Frag den mal. Da sind sie, die Dillos. Ich weiß, ihr seht gerade nichts, aber ich sehe gerade was. Und so kann ich gerade auch besser sehen. Sind auf jeden Fall. Also, eine ist im Crouch, eine nicht. Okay, sehe ich nichts mehr. Jetzt werde ich wegen Gamma betitelt. Tja, das kannst du versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Bist du leider zu klein, Meister. Ja, der will mich ablenken. Da unten ist irgendwo noch ein anderer Dillo. Und... ich warte jetzt gerade, bis Sauron hier ist. Alter, du weißt schon, wie weit Sauron von dir weg ist, ne? Ein Stück bestimmt. Ich würde mal sagen, 10 Minuten, Viertelstunde. Echt jetzt? Jetzt komplett... ja. Oh no. Die Nacht geht noch, die Nacht geht noch. Hab ein Dillo. Einen habe ich schon mal. Ich habe ihn noch schön gesehen gerade eben. Der kam mit seinem Kopf gerade in meine Nachtsicht rein oder? Habe ich mir gesnackt? Ja, wenn er. Wenn die Dilos so dumm sind und so, ne, an dich rankommen, dass sie in der Nachtsicht auftauchen, dann ist er eindeutig zu. Zu nah dran. Ja. Auf jeden Fall hab ich schon mal einen weg. Ist die Frage, wo der andere ist. Der sitzt auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe, das weiß ich. Mal kurz sniffen, mal gucken. Nee, der kam hier gerade an meiner Seite hoch und ich habe dann seinen Kopf gerade gesehen, weil ich dann hin und her geschwungen habe. Und ja, da war er dann tot. Warte noch hier warten. Ich wollte gerade noch
Ich stelle mich nochmal auf und sniff mal. Noch hier irgendwo rumläuft. Und kreucht und fleucht. Die kleinen Nachtschwärmerli. Ne, der ist weg, Kloppe. Ja, der ist weg. Oder sitzt der da unten? Der ist abgedüselt. Lecker! An den Dillo hängt ja nicht so viel dran, das ist das Schöne, ne? Ja. Da ist ja heute doch einiges los mit dem Rex, sonst ist ja nie was los. Ja, das ist zum Glück. Ich krieg noch ein Stück auf. So, mal gucken. Ich glaube, es ist Richtung Sauron. Stell mich mal hier runter. Falls er durchgerannt kommen sollte. Willst du Brunost einladen? Was? Brunost? Er fragt nach Rexhubs. Ja, dann ist er wieder da. Er ist gar nicht so weit weg. Der ist gar nicht so weit weg, der ist noch hinter uns, Alter. Nee, Sauron ist bei mir. Elgato ist auch wieder da. Wo ist denn Elgato? Na, dann laufe ich jetzt Richtung Sauron. Ich glaube, der Dido ist weg, als ich seinen Kumpel gesnackt habe. Das ist, glaube ich, durch. Er hat schon eigentlich erwischt. Habe ich den Helm oder den dunklen Dido erwischt? Naja gut, dann was läuft denn da vorne? Da läuft irgendwas. Ist das ein Kano? Oder was ist das? Das ist ein Kano dort. Nicht Sauron ist irgendwo die... Ah, der kommt da oben gerade runtergelaufen. Das ist ein Kano, alles klar. Ja, Kano, komm kurz zu mir. Und weg ist er. Manchmal wieder Stamm sehe ich gerade. RE für Rexdeck. Wen hat denn der jetzt für 3 Akkord? Da ist Sauron! Los geht's!